Jagt mich das Skelettpferd? Ist eben gerade. Nein. Habt ihr es gesehen? Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play. Einem neuen kleinen Let's Play Teil 1. Das letzte Let's Play, was ich gemacht habe, hat ja 3 Teile gehabt, glaube ich. Und die habe ich einfach nicht mehr weitergespielt. Und die Map, die ist jetzt irgendwo, ich glaube, die habe ich sogar gelöscht gehabt. Und es ist auf jeden Fall egal. Ich habe jetzt hier eine neue Map angefangen. Okay, ich muss sagen, zugeben, ich habe hier schon was drauf gebaut. Einfach nur, um ein bisschen zu testen, wie der Shader funktioniert mit diesem einem Texture Pack, was ich habe. Leider muss man sagen, dass bei diesem Realistic Texture Pack nur ein Teil der Blöcke so realistisch gestaltet worden sind. Und der Rest leider nicht. Aber das ist egal, trotzdem fügt sich es doch irgendwie ein. Man sieht es hier zum Beispiel bei den Treppen und den Holzblöcken, die ich da angebracht habe. Man merkt schon den Unterschied, aber es geht, also man kann damit auf jeden Fall leben. Aber ich möchte ungern dieses coole Texture Pack mit diesem Mod draus machen. Ja, weil es, glaube ich, 512 Pixel Auflösung waren oder so irgendwas. Ich war, auf jeden Fall steht immer dran 512x. Ob es dann die Pixelanzahl ist, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, man sieht ja auch so, dass die Wände so ein bisschen so eine. Ja, so eine Bulbform haben, also das ist, kommt gleich mit dem Shader dazu und diesem speziellen Texture Pack, diesen Resource Pack heißen wir mittlerweile, dass es alles noch viel realistischer aussieht. Ja, jetzt starte ich einfach mal mit Let's Play in einer schon teilweise aufgebauten Welt. Als erstes, was ich wahrscheinlich jetzt machen werde, ist mir ein Bett suchen, weil es schön dunkel draußen ist und da ich ja nicht unbedingt sterben möchte, nicht sterben möchte. Oder habe ich hier ein Bett drin? Ja, ich habe sogar hier ein Bett. Das ist doch schon mal eine super Sache. Jetzt penne ich erstmal und dann wache ich am nächsten Morgen gleich auf. Ja, man sieht da schon, ich habe verschiedene kleine Befehle eingegeben gehabt. Unter anderem, dass Mobs nichts kaputt machen können. Weil ich habe schon so oft Creeper-Schaden gehabt und das ist einfach nicht so schön, wenn man da was Schönes gebaut hat und dann kommt so ein doofer Creeper und jagt das gleich wie in die Luft. Das ist ein bisschen doof, muss ich sagen. Jetzt gehe ich aber erstmal raus und das finde ich geil. Und zwar gehe ich mal vor diesem Creeper ein bisschen. Verdammt, jagt mich das Skelettpferd? Ist eben gerade. Nein. Habt ihr es gesehen? Kann das wirklich wahr sein? Seit wann schießt Skelettpferde einfach so Pfeile? Das ist ja, was ist denn das? Ich habe noch nie Skelettpferde gesehen, die Pfeile schießen. Ey, das ist ja richtig brutal. Aber man sieht schon, das Texture Pack erfüllt seinen Zweck und ja, was sieht das? Schaut euch mal das Gras an. Skimmix mit Optifine, also der Shader mit Optifine, ist ja, glaube ich, in der neuen Version ist das, glaube ich, alles so mit drin. Irgendwie ist es total cool gemacht. Und, So, da habe ich mir so ein kleines Häuschen hier schon mal gebaut. Das habe ich einfach mal Schattenhaus Nummer 1 genannt. Und, es sieht einfach so realistisch aus irgendwie. Aber es macht irgendwie total Spaß, damit zu spielen. Ich habe da so ein kleines. Es war eine witzige Story. Als ich hier das Haus gebaut hatte, hatte ich hier alles außen herum, wo jetzt, wenn diese Steine sind, diese Brickstones, heißt nicht, glaube ich, im englischen Sprachraum. Weiß ich gerade nicht. Ja, genau, Ziegelsteine im Deutschen. Auf jeden Fall hatte ich da alles voller Holz gehabt und mir ist das Haus einfach abgefackelt. Und musste ich halt nach ein bisschen ändern. So, das ist jetzt mein Startpunkt. Mein kleines Haus, in dem ich jetzt wohne. Und ja, als erstes hole ich mir, glaube ich, mal ein bisschen Holz, wenn ich rauskomme. Also, ich hätte nie gedacht, seitdem ich Minecraft spiele, dass Minecraft so geil wird. Weil schaut euch mal hier die Bäume an. Das ist schon mal sowas von episch. Und wenn ich jetzt hier mal mit dem C, mit dem Zoom dran arbeite, das ist echt genial. Also,
das ist sowas von krass realistisch geworden. Und wenn es in Minecraft so weitergeht, dann kann es locker mit allen neuen Grafiktiteln mithalten. So mit Battlefield 1 oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, ich glaube, ich fange mit einem kleineren Baum an, weil die großen Bäume, ja, dauert doch ein bisschen, bis man die abgebaut hat. Und ja, ich glaub, als erstes mache ich mir, glaube ich, eine kleine Arbeitsbank, indem ich mir einfach eine Axt dann erstelle. Und ja, und danach werde ich mal sehen, was ich noch machen möchte. Versteht, ich möchte auf jeden Fall hier so eine kleine Village bauen und ja, versuche sie so ein bisschen realistischen Style anzuhauchen. Und jo, ich weiß nicht, wie ich das jetzt so am besten einstellen kann mit dem Mikrofon, dass man das Klicken und die Tastatur nicht unbedingt hört. Theoretisch müsste ich das Mikrofon total nah an meinen Mund haben, aber ich habe leider ein Stativ, was nicht so, ja, das stabilste ist. Und wenn ich den Arm noch weiter ausfahre, dann kippt es um und das will ich nicht unbedingt während einem Let's Play, dass sowas passiert. Jetzt habe ich mir eine kleine Werkbank geholt. Ich habe mir eine Werkbank geholt. Und jetzt werde ich mir einfach mal eine kleine, ja, paar Tools zurecht machen. Auf jeden Fall eine Axt ist auf jeden Fall mit dabei. Und auch eine Pickaxe. Ich finde es irgendwie witzig. Ich habe Minecraft damals angefangen zu spielen, als halt alles noch in Englisch war. Und da gab es halt diesen deutschen Modus nicht. Und deswegen hat man irgendwie verschiedene Wörter, die man immer noch sagt. Und es ist irgendwie schön, dass irgendwie so Teile des alten Minecrafts noch irgendwie bestehen bleiben. Natürlich ist es einfach, in der deutschen Sprache zu spielen, aber manchmal ist es auch schön, wieder so die alten Sachen anzuspielen. So, jetzt überlege ich mir, ob ich mir einen großen Baum schnappe. Oder nein, tue ich nicht. Ich gucke, dass ich mir erstmal ein bisschen Stein hole. Und da sehe ich ja auch so wunderschönen Stein. Das sieht doch übelst realistisch aus, oder? Das ist irgendwie, mich fasziniert es jedes Mal, wenn ich hier irgendwie was von diesem Texture Pack sehe, weil es einfach krass realistisch ist. Und das da müsste Granit sein. Glaube ich. Nein, Diorit. Und ja. Mhm. Meine Workbench muss ich wieder aufstellen. Ja, jetzt habe ich die aufgestellt. Jetzt mache ich mir erstmal eine ein bisschen bessere Axt, die auch meinen Ansprüchen gerecht werden kann. Und nun werde ich diesen Baum abbauen. Diesen krass realistischen, ultra mega geilen Baum. Das ist ja schon eine geile Sache. Also das Shader Pack oder den Shader, den ich drin habe, ist der Sonix Ultra Shader. Ich glaube, den Version 11 habe ich mir, glaube ich, raufgeholt. Und das Texture Pack war, glaube ich, ist das Photorealism Pack, heißt es, glaube ich. Ich kann aber noch mal nachgucken und kann es dann auch in die, in die Box unten reinschreiben unter dem Video, um euch dann zu zeigen, wo ihr diese coolen Packs bekommt. Jedoch muss man dazu sagen, ihr braucht, wenn ihr die spielen wollt, ordentlich Leistung. Und leistungsschwache PCs, es gibt zwar auch Shaders für diese, aber wenn man es natürlich so krass hier spielen möchte, mit einem 512 Texture Pack und einem Sonic Shader, dann muss der PC natürlich auch einiges leisten können. Aber da ja die PC-Technologie immer weiter voranschreitet, glaube ich, dass das auch nicht mehr das große Problem sein wird bei den meisten, die irgendwie Spiele spielen oder sonst irgendwas machen. Natürlich, wenn jemand da kommt, der immer Office-Anwendungen gemacht hat und dann sagen möchte, ja, ich möchte einen Office-PC, der vielleicht nicht so der Beste ist, so einen geilen Shader-Pack haben, dann würde wahrscheinlich nicht klappen. Vielleicht kommt man vielleicht rein und aber wahrscheinlich wird es dann ein Standbild geben. Und das ist natürlich dann nicht so toll. So, jetzt habe ich mir erstmal hier ein bisschen Schwarzeichenholz geholt.
Was ich glaube ich jetzt erstmal verarbeite und mir dann ein neues Häuschen baue. Aber ich glaube zuvor hole ich mir glaube ich noch ein bisschen Bruchstein, glaube ich. Ja, genau, das mache ich jetzt. Um ja so ein schöner, ja, so, wie heißt gerade mal so ein, ich weiß nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall ja so ein Absatz, so ein, ja, dass man hier so einen Boden ja, von dem Haus trennen kann. Ich weiß nicht, wie das heißt, das Fachwort. Wenn ihr es wisst, schreibt es unten in die Kommentare. Und wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Dann erfinden wir einfach ein Wort. Weil Neologismen sind doch auch immer was Tolles, wenn man irgendwelche schönen Wörter erfindet für irgendwelche Sachen, wo man jetzt den Namen nicht unbedingt weiß. Dann hat einfach die Sache einfach einen zweiten Namen. Okay, den Neologismus wird dann wahrscheinlich nur derjenige, der den Neologismus erfunden hat, dann kennen. Außer er verbreitet sich natürlich. Aber ja. Ich finde das hier immer geiler. Also, ich irgendwie, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, es kommt, glaube ich, im Video nicht ganz so rüber. Also, ich habe mein Screen Capturing Programm. Das ist, glaube ich, Open Broadcast Software nennt sie sich. Irgendwie geiler als irgendwie alle anderen Screencast-Dinger. A, die Open Source. Und B, hat die einfach tausendmal mehr Einstellungen als so die ja, bekanntesten, zum Beispiel Fraps. Fraps ist zwar ziemlich geil, total einfach zu verstehen, aber ich glaube, ich Fraps, obwohl das jetzt so fast $40 kostet, hat glaube ich keine Möglichkeit, irgendwelche zum Beispiel ja, Webcams einzubinden, sodass man sich selber ein Spiel sieht. Plus die Webcams kann man sogar im Greenscreen-Format. Also dieses Tool ist so powerful. Ich habe so lange nach irgendwas Gescheitem gesucht und habe das durch Zufall gefunden auf einer englischen Webseite und bin irgendwie total zufrieden. Nur was ich jetzt gucken muss, also bei mir sieht es natürlich jetzt ziemlich geil aus hier mit der Umgebung, aber ich habe mir schon das Bild danach angeguckt und es ist irgendwie so ein bisschen milchig. Es sieht nicht mehr so geil aus. Okay, ich muss jetzt auch sagen, ich spiele hier gerade in einer 4K-Resolution und da sieht es natürlich noch ein bisschen schmackhafter aus und ich rechne es gerade runter in Full HD, weil andersweitig hätte ich eine Datei, die gigantisch groß ist und habe ich schon mal gemacht, aber die Datei, es waren glaube ich 5 Minuten oder nee, waren 5 Minuten oder waren es sogar ein bisschen weniger, wie viel Spielminuten und die hat 26 Gigabyte verbraucht, also ist es glaube ich besser, wenn man solche Sachen etwas kleiner hält und ist es glaube ich auch insgesamt besser, wenn man sowas klein hält. Und ja, jetzt habe ich hier genug Bruchstein, wollte ich eigentlich gar nicht aufmachen. Dann baue ich mir doch schon mal ein kleines Häuschen. Ich glaube, ich muss da noch einiges lernen, wie man so richtig richtiges Let's Play macht. Ich glaube, man hört auch immer mal Stucken. Es ist ein bisschen nervig, also ich finde es nervig. Und geil aus. Es ist irgendwie so episch realistisch. Moment. Da muss ich. Ja. Jetzt habe ich hier ein bisschen Kies geholt. Mehr brauche ich auch nicht. Jetzt wird es auch schon dunkel. Was ich total krass finde beim Sonic Shader Mod, also Sonic Shader ist, dass es irgendwie so, wenn es dunkel wird, so richtig krass dunkel wird. Jetzt habe ich so verschiedene. Geh weg, du Skelettpferd. Aber irgendwie, ich hatte noch nie so viele Skelettpferde spawnen sehen. Das ist irgendwie für mich irgendwie so ein Highlight gerade, weil ich irgendwie das noch nie so bewusst gesehen habe, dass so ein Skelett Pferd einfach mal so spawnt. Was ich eigentlich ziemlich krass finde. So, jetzt habe ich hier meinen Kies. Dann weiß ich, dass ich hier meine Tür hinbauen werde. Das bedeutet, ich fange da und da an. Und ah nee, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Ich wollte ja nicht damit anfangen. Ich wollte ja erst damit ein paar Steinchen anfangen, die ich unten anbringe. Ja, oh nein. Ja. Was macht dieses Viech denn da? Bam. So, jetzt mache ich dich kalt. Jetzt bist du kalt. Und jetzt kann ich hier bauen. Okay, hier habe ich für einen Moss Stone genommen, was natürlich ziemlich geil aussieht. Könnte es natürlich jetzt hier auch machen. Ich glaube, mit denen hier kann man, glaube ich, Moss Stone machen.
Naja, ich züchte sie lieber noch ein bisschen und dann hole ich mir eine Schere und baue die dann ab. So. Ich baue das Haus nicht so besonders groß. Ich glaube, das war's. Dieses geile Spiel. Irgendwie, Minecraft ist irgendwie einer der wenigen Spiele, die irgendwie immer mit der Zeit gehen, habe ich das Gefühl. Als es damals rauskam, da gab es noch nicht diese geilen Shaders und diese coolen Möglichkeiten, was man damit alles machen kann. Aber irgendwie, weil einfach Minecraft ja jedes Mal eine neue Version rausholt. Und es ist nicht so, dass man wie bei anderen Spielen ein Spiel, zum Beispiel, nehme ich mal das Beispiel Battlefield 3, und dann kommt irgendwann mal ein Battlefield 4 raus. Und es ist so, dass es halt immer, wenn was Neues rauskommt, immer so ein neues Spiel zu kaufen gibt. Und bei Minecraft ist es einfach nicht so, was ich einfach ziemlich geil finde. Da kommt das Spiel raus und danach wird es so lange geupdatet, ja, bis in die Unendlichkeit ungefähr. Und das finde ich einfach ziemlich krass. Und dass es nicht andauernd wie so neue Spiele gibt. Ist natürlich für so Computerfirmen natürlich das Konzept, natürlich verdient man nicht so wahnsinnig viel Geld mit, wenn man andauernd neue Updates macht. Aber Minecraft ist, glaube ich, mittlerweile ein Spiel, was eher von den Spielern weiterentwickelt wird, zum größten Teil, als von Microsoft, also mit dabei, ja. Mojang, beziehungsweise jetzt Microsoft oder Mojang Microsoft, wie soll man das auch sagen. Auf jeden Fall lassen die Spieler halt das Spiel mit der Zeit gehen. Weil viele, ich habe schon mit Leuten gesprochen, die gemeint haben, ja, warum sollten wir Minecraft spielen? Das ist doch total veraltet. Und aber wenn ich jetzt mir sowas hier angucke, die meisten sagen, aufgrund der Grafik, warum sollen wir so einer blöden Pixel-Grafik spielen? Aber wenn ich mir sowas angucke, denke ich mir so, schau dir das mal an. Das kann locker mithalten mit irgendwie so Grafikspielen wie Battlefield. Okay, ist auch nicht so krass jetzt, aber so, ja, ein paar Jährchen mehr und schon würde es ungefähr so mithalten können. Und das ist halt das Geniale daran. Ja, jetzt werde ich erstmal. Wieso habe ich hier so ein komisches Geißelding? Nein! Was macht diese Hexe denn da? Hau ab, blödes Viech. Hat die eben gerade gelacht? Ich glaube, die hat eben gerade gelacht, ja. Ja. Jetzt werde ich hier erstmal ein paar. Ja, man hört mein Klicken, das sehe ich schon. Ich hoffe, das nervt euch nicht zu sehr. Muss ich mal gucken, was ich in der nächsten Zeit machen kann. Wenn ich das nächste Mal wieder ein Let's Play mache, damit es nicht so störend ist. Okay, hier, das kann ich so machen. So, ich denke, das reicht. Ich hoffe es zumindest. Wenn nicht. Nein, ich schlafe, glaube ich. Ich glaube lieber nochmal. Ah, bei diesem schönen Feuer. Du kannst jetzt nicht schlafen. Es sind Monster in der Nähe. Ja, super. Dann mache ich mir am besten ein Schwert. Und dann sind dann keine Monster mehr in der Nähe. Dann werden die nämlich eliminiert. Und ein eliminiertes Monster ist immer das netteste Monster. Und das muss man sich einfach merken. So, ich könnte auch mit der Axt angreifen, was ich total cool finde. Übrigens, das, ja, irgendwie mittlerweile alles als wow, das ist ja. Alter Schwede. Das ist. Okay, jetzt bin ich tot. Das ist nicht toll. So, überhaupt nicht toll. Und, ja, ich dachte eben gerade, ich habe mein Keep Inventory Ding an, aber nein, das werde ich wahrscheinlich in der nächsten Folge wiederholen. Egal, wenn ich jetzt eh in diesem Haus bin, das Coole ist, ich habe zwei Häuser, dann kann ich einfach mal pennen gehen. Dann werden weniger Monster sein am nächsten Tag. Ja. Yeah. So, jetzt ist der nächste Tag da. Und ich kann raus und meine Sachen holen. Und da sind die bösen Monster und diese blöde Hexe. Oh, nein, warum wirft die anderen irgendwelche Sachen auf mich? Ich darf jetzt einfach mal hier irgendwie zu beschimpfen. Kann ich auch die Axt nehmen einfach? Ja.
Ochsen zu töten ist irgendwie eine Aufgabe, die nicht sehr einfach ist. Aber ich habe jetzt was gedroppt bekommen von Hex. Ist natürlich immer cool, wenn man da irgendwelche Drops bekommt. Sterbe ich oder sterbe ich jetzt nicht? Wenn ich sofort mal hoch, glücklicherweise nicht. Aber ich muss was essen, damit sich mein Leben wieder auflädt. Ja. Jetzt bin ich da. Und jetzt kann ich erstmal die Drops da reinmachen. Soll ich rohes Fleisch essen oder nicht? Ich höre gerade, nee, ich werde es mir, glaube ich, hier ein bisschen zubereiten. Auch wenn ich jetzt dadurch einen Birkenholzblock verheize. Was natürlich nicht sehr effizient ist, aber solange ich was zu essen habe, ist das super. So. Jetzt hat es eben gerade einen kleinen Leck gegeben. Aber ist auch irgendwie normal, wenn man auf so ein, ja, auf so einer hohen Resolution spielt und einen Shader drin hat. Ich habe einfach mal Minecraft einiges an Gigabyte RAM zugewiesen, damit es auch flüssig läuft. Und ja. Jetzt habe ich das gemacht und jetzt kommt das. Jetzt werde ich hier erstmal hier so ein bisschen. Das ist ein kleines Haus mit gerade. Ich habe gedacht, bevor es ein bisschen größer, aber habe ich wahrscheinlich nicht genau hingeguckt. Was auch gerade aussieht bei diesem Sonic Shader, wenn es anfängt zu regnen, dann hat man irgendwie solche richtig coolen Spiegeleffekte, dann werden die Sachen auch alle nass. Und das sieht man auch, dass die nass werden. Das ist halt schon mega. So, jetzt klicke ich hier noch so ein bisschen herum und ärgere mich, dass es klickt. Aber wo sind denn meine restlichen Holzstücke? Die müsste ich doch irgendwo da haben. Oder muss ich die nochmal holen? Ich glaube, die müssten hier noch irgendwo auf dem Feld liegen. Das wäre jetzt doof, wenn ich sie jetzt alle verloren hätte. Oder dieser Creeper, kann das sein? Nein, da habe ich sie. Ich hab sie, ich hab sie. Jetzt habe ich wieder mein 64 Holz. So, jetzt gehe ich die Treppen wieder hoch. Und ja, was ich nächstes Mal auf jeden Fall machen muss, habe ich heute vergessen, ist einfach mal zu gucken, wie viel Zeit schon vergangen ist. Ich möchte ja kein stundenlanges Gameplay machen. Deswegen werde ich wahrscheinlich fürs nächste Mal eine Uhr mir stellen, die mir dann anzeigt, wie viel ich noch spielen sollte und wie viel nicht. Und ja, lasst mir auf jeden Fall mal einen Kommentar da und sagt mir, wie ich mich verbessern kann. Natürlich einige Sachen, wenn ihr mir Verbesserungsvorschläge geben solltet, dann muss ich natürlich auch gucken, wie ich die umsetzen kann, weil ich mich selbst mit dieser Technik noch ein bisschen auseinandersetzen muss. Da ich ja normalerweise eher weniger Let's Plays mache. Ich habe zwar ab und zu mal welche gemacht. Auch ein paar Minecraft, also das erste Minecraft hatte ich, glaube ich, vor ein paar Jahren gemacht. Und dann hatte ich irgendwie vor 7 Monaten mal was mit Minecraft gemacht, als dieser Lytra rauskam. Weil ich einfach mal testen wollte, ob es irgendwie meinen Computer packt, um ein gescheites Gameplay aufzuzeichnen. Und dann habe ich ja diese 7 Monate lange Pause gemacht. Und was ich im Spiel insgesamt produziert habe, ist auch relativ überschaubar. Ich habe ein paar Sachen mit Total War gemacht, so mein absolutes Lieblingsspiel. Das kann ich ja eigentlich auch mal zeigen. Und zwar ist es bei mir so, ich spiele das Spiel wahnsinnig gerne, aber ungern die Kampagne. Irgendwie eher den Modus, wo man mit riesen Einheitengruppen in die Schlacht zieht und einfach alles eliminiert, was man als Feind bezeichnen kann. Und ist auf jeden Fall ein sautolles Spiel und das kann ich auf jeden Fall mal anzocken. Oder anzocken, das habe ich ja schon gespielt. Aber hier mal auf YouTube ein paar neuere Folgen zu bringen. Ich habe mir jetzt auch das Shogun und das Adler Total War geholt, was natürlich grafisch noch geiler ist. Ja, was ich wahrscheinlich nicht machen werde, sind so alle neue Gaming-Titel irgendwie spielen. Aus dem Grund, da
ich ungern so wahnsinnig viel Geld draufschmeiße für die genannten neue Games. Ich warte immer so ein bisschen günstiger geworden sind. Und dann kaufe ich die mir immer. Am liebsten mache ich diese Green Pepper Serie. Oder heißt die Green Pepper, weiß ich gerade gar nicht mehr. Die Spiele für ja, aufgerundet 7 Euro an den Mann bringen. Das finde ich natürlich immer ziemlich cool und einen ziemlich geilen Preis dafür. Und ja, aber wenn man dann manchmal so schaut, wenn dann solche Spiele rauskommen, die dann mehrere, fast ja nicht mehrere 100 Euro sogar ab und zu mal kosten, das ist zwar natürlich der Extremfall, aber es gibt ja auch, wenn man dann alle DLCs haben möchte, alle Maps, alle keine Ahnung was, dann ist man locker bei 100 oder sogar noch mehr 100 Euros. Wenn man das gleich am Anfang machen möchte, wenn man natürlich erstmal ein bisschen wartet und dann wartet, bis es günstiger geworden ist, dann ist man natürlich unten runter, aber da die halt so teuer sind, ist es halt nicht so der Fall, dass ich halt gleich am Anfang immer spiele. Und außerdem kaufe ich mir nicht so krass viele Spiele, da meine Spezialität eher ist, mit meiner Kamera irgendwelche Sachen zu filmen, weil da kenne ich mich aus, das mag ich. Und auch wenn Schneiden dort relativ aufwendig ist, im Gegensatz hier zu so einem Spiel, wo du vielleicht in deinem Grafikprogramm, also nicht in deinem Grafikprogramm, in deinem Schneideprogramm vielleicht noch ein paar einen Titel oder sowas mit reinbaust oder sowas und dann ja, das Game einfach mal runterrattern lässt mit wenig Schnitt, ist natürlich was anderes, wenn du hier so ein Reisebericht oder Reisevideo machst und dann viele Dateien hast und die dann alle so schneiden musst, dass die auch gut zueinander passen und mit der Musik, dass das auch alles so funktioniert. Aber irgendwie macht es halt richtig viel Spaß, wenn man so richtig geiles Reisevideo hat und guckt man sich auch später gerne an, weil auf der einen Seite freut man sich ja selber darüber. Deswegen ist es ja auch für mich ja eher so ein Hobby und kein Beruf, YouTube. Das mache ich eigentlich nur dann, wenn ich Lust habe. Und ich habe auch kein stabiles Genre, sag ich mit dem Sinn, was ich die ganze Zeit durchziehe, ob Gaming oder das andere. Ich mache einfach das, auf das ich einfach gerade Lust habe. Und das macht mir Spaß und ich bin auch nicht so der Produktivste. Also es kann manchmal sein, dass ich einfach monatelange Pause mache, wie jetzt erst vor kurzem mit 7 Monaten. Aber ja, ich werde irgendwann irgendwie immer Kleinigkeiten rausbringen und ich weiß auch nicht, wann hier der zweite Teil kommt, vielleicht gleich irgendwann mal kommen, vielleicht demnächst, ich weiß es nicht. Das ist immer nur so eine Sache, es ärgert mich gerade. Jetzt bin ich schon mal ein paar Mal hoch und runter gegangen, weil ich einfach mir zu wenig Treppen mitnehme. So, jetzt muss ich aber eines sagen, nachdem ich das Haus fertig habe, werde ich wahrscheinlich diesen Teil beenden, weil ich vermute, dass ich schon relativ lange hier mittlerweile spiele und das ist auch wieder nicht so ideal. Ich hoffe, dass ich diesmal genug dabei habe, wenn nicht, dann ärgere ich mich wahrscheinlich noch mehr. Und hier setze ich erstmal diese Treppen dahin, auf diese krass realistische Vorrichtung, die ich da für die Treppen gebaut habe. Und ja, jetzt werde ich es hier innen drin ein bisschen auskleiden. So, jetzt habe ich ein kleines Häuschen gebaut. Jetzt kommen noch Fenster rein, wenn ich Sand finde. Und eine Tür, die kann ich jetzt einfach schon mal einbauen. Also ich hoffe, dass auf jeden Fall dieses Modpack, Resource Pack, was ich benutze, dass das irgendwann mal auch weiterentwickelt wird und einfach auch alle Sachen hier auf diesen Ultra HD Grafik, wie man es denn kann, 512 P bringen. Weil das ist ja schon ziemlich geil. So, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Es wird dunkel und ich habe nicht schon wieder Lust, von irgendeinem Creeper oder von irgendeinem Monster eliminiert zu werden. Und jetzt ist der Sand. Ja, sag mal, das sieht auch schon geil aus. Sieht schon ziemlich cool aus. Ja. Wie viele Fenster brauche ich eigentlich?
Was ich manchmal ziemlich doof finde, ist, dass man unter Wasser nicht so gut arbeiten kann. Aber das kann man ja mit einer kleinen Leiter beheben. So, jetzt muss ich mich beeilen. Weil hier wird es relativ schnell dunkel, das sieht man auch. Und, ja. Lieber ein bisschen früher nach Hause als ein bisschen später. Weil hier gibt es leider noch keine Polizei, die aufpasst, dass die Ganoven, also die Monster, hier kein Unwesen treiben. Deswegen ist es ja relativ unsicher, wenn man hier draußen umläuft. Okay. Ich habe ja noch keine Kohle. Okay, ich könnte mir jetzt so Brick Coal oder Charcoal machen oder jetzt gerade mal. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall die Kohle, die man aus dem Birkenholz. Okay. Birkenholz und nicht Birkenholzbretter machen kann. Nenne ich einfach die Birkenholzbretter. Ich glaube, die brennen sogar ein bisschen besser als die anderen. Und hier mach ein bisschen Glas. Ja, jetzt räume ich hier schon mal ein paar Sachen ein. Und lass es ordentlich klicken. Also einen gemütlichen Feuer hier. Ich bin jetzt echt gespannt, wie viele Minuten ich aufgenommen habe. Weil irgendwie, wenn man hier anfängt zu spielen, verliert man oder vergisst man total oder hat man das kein Zeitgefühl mehr. Sag ich mal einfach so rum. Und das ist natürlich nicht so ideal. Und dann muss ich ja mal gucken, wie ich das in Zukunft mache. Nee, warte, wie ging das nochmal? Muss ich gleich mal gucken. Hier ist noch ein Platz. Ich glaube, es waren 4 oder waren es 6? Nee, ich glaube, es waren sogar ein paar mehr. Ich glaube, das waren... es waren 6 Stück, glaube ich, die ich brauche. So, ich glaube, jetzt sollte es funktionieren. Ich sollte jetzt, glaube ich, die ersten... Dinger kommen. Genau, hier die ersten Glasscheiben. Dann werde ich jetzt mal rausgehen und hoffen, dass ich in die Luft gejagt werde. Und jetzt werde ich hier erstmal ein bisschen bauen. So. Hier eine Glasscheibe und da eine Glasscheibe rein. Da, da und da und da. Und schon ist dieses Haus fertig. Oder fast fertig. Natürlich fehlt noch ein bisschen Beleuchtung. Die werde ich aber wahrscheinlich in der nächsten Folge einbauen. So, jetzt mal hier großes Fenster zu meinem großen Haus. Und jetzt hinten noch etwas hinaus. Und es hat sich gereimt, das finde ich ganz cool. So, und das Haus erstmal fertig. Und da sehe ich schon ein Skelett, was mich höchstwahrscheinlich nicht mag und abknallen möchte. Ich mal, ob ich schnell rauskomme. So, rein ins Haus. Perfekt. So, dann mache ich Schluss mal für diese Folge und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr wieder was sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich werde wahrscheinlich eh was machen noch, so wie es mir halt gerade passt. Und ja, dann sieht man sich. Also dann, auf Wiedersehen. Ciao, ciao.